Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Deponia 2, Chaos auf Deponia. Wir haben nun endlich alle drei Goals davon überzeugt, mit uns zurück zu Doc zu gehen, um sich der korrigierenden Operationen zu unterziehen. Aber was da passiert ist, da hätte wohl keiner mit gerechnet. Ja, also ich zumindest nicht. Da wird das Spiel endlich mal seinem Namen gerecht. Jetzt ist nämlich wirklich mal Chaos auf Deponia. Es ist nämlich alles drunter und drüber. Irgendwie sind da was. Alle wollen jetzt an die Aufstiegscodes in ihrem Kopf. Eigentlich war ja der Plan, dass wir sie wieder zusammenfügen und dann nach Elysium mit ihr fahren und irgendwie verhindern, dass Deponia gesprengt wird, bla bla bla. Und jetzt funktioniert das alles nicht, weil alle wollen an die Aufstiegscodes ran. Keine Ahnung. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Also gut, wir müssen irgendwie in Donners U-Boot kommen. Wir haben schon den Taucheranzug, er ist auch schon mit dem Wasser voll und irgendwie müssen wir die Delfine, ich weiß nicht, warum wir die Delfine ablenken müssen. Kannst du jetzt ins Wasser hüpfen einfach? Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu pulen. Das hat mir die letzten drei Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Ich check's gerade nicht. Kran können wir ja auch nur angucken, ne? Mhm. Den Wasserhahn. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Ach ja? Weil du ein unverbesserlicher Sturm bist. Dann verbesser uns doch nicht. So, was? Nochmal reingehen. So, was geht am Radar? Ich schick mal die Delfine woanders hin. Ich wollte gerade sagen, können wir die nicht woanders hin schicken? Hey, ich sagte woanders hin. Verdammt, die lassen sich nicht mehr fernsteuern. Ich habe wohl alle Züge aufgebraucht. Mist. So, ansonsten gibt's hier nur Doc und Goal. Und Goal sagt nichts Hilfreiches und Doc sagt nichts Hilfreiches, oder? Nee, ich... Was mit Krawall? Goal? Ach so. Na gut, dann schalten wir die nochmal um. Die gute... Oh, na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuch dran zu denken. So, können wir mit der Ollen noch was besnacken? Kriegen wir mal. Alles gut bei dir? Kann ich nicht auch irgendwas machen? Diese Untätigkeit macht mich nervös. Nicht nötig. Es ist so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Du unterschätzt, Lady Goal. Ist die Luke immer noch nicht auf? Ich arbeite dran. Warum dauert das so lange? Du kriegst doch sonst immer alles kaputt. Ja, ich bin schon lässig. So, und was sagt Doc? Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datensätze... Sauber! Sag auch nichts Hilfreiches. Hey, Doc. Ich hätte da etwas Wachs für dich. Danke, kein Bedarf. Ja? Und wie willst du dann jemals... wachsen? Wachsen im geistigen Sinne bedeutet nicht größer werden, sondern kleiner werden. Ja, du bist voll klein. Hm? Bowl muss nicht mehr wachsen. Hä? Boso muss noch wachsen. Um seinen Rücken zu enthaaren, müsste ich schon härtere Geschütze auffahren. Eine Heckenschere zum Beispiel. Oder einen Flammenwerfer. Oh. Fies. Och Mann, Rufus, jetzt mach diese scheiß Luke auf. Ich behalte die Sachen lieber am Mann. An Bord scheint sich ein Langfinger herum. Die Idee taucht nix. Die Idee taucht nix. Es ist Bosos Topf, also muss er... Es ist Bose. Er will nichts mit diesem Topf machen. Ah, du musst jetzt nochmal klingeln. Und Krawallgoal ist dann böse. Ich wachse doch bereits mit meinen Aufgaben. Irgendwofür muss doch dieser blöde Klingelstreich gut sein. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Nochmal. Oh Mann. Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Ja, genau. Bis sie ausrastet. Was denn?
Schaden. Rufus, was tu das? Rufus! Verdammter Idiot. Nächstes Mal schmeiß ich ihn über Bord. Sehr gut. Es wird ja immer lustiger. Ja, bis sie gleich ausrastet. Ja! Nochmal. Oh, aua. Sein Face. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Nochmal. Delle. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Da musst du das Wachs drauf machen und dann kannst du das in den als Dings. Ach ja, so. Dann haben wir das Gesicht für den als Dings. Modell. Für den Taucheranzug. Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Sag mal. Ay, geil, das müssen wir jetzt in den Taucheranzug tun, in den Helm. Oder an den Helm von außen, wie auch immer. Ich hab Bauchnabel. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Ray Coulson und let's go. Ich jetzt runter. Ah, Taucheranzug auswählen. Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Boso Bescheid sagen. Das ist eine Vogelscheuche. Wow. Ich bezahle dich ja auch. Du bezahlst. Was denken mit... Das ist eine Angel für Menschen. Nah dran. Ach ja? Das muss Boso Bescheid sagen. Ja. Hey, Boso. Hey, Rufus. Was liegt an? Ja, genau. Die Puppe runter. Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Geiles Wachsgesicht. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Oh, oh. Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Und jetzt? Was haben wir da jetzt gekriegt? Nichts. Können das heißt, jetzt können wir wieder rein? Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Flup. Check's noch nicht. Also, was ist jetzt anders? Die Luke. Da ist eine Luke. Ups. Was? Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Großer Wochenendarbeit. Was? Okay, das ist doch die Organumstation, oder? Ja. Ups. Jetzt kommt wieder die Organum. Wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Gehabt. Verdammt, ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit August Kreuzer nach Porto Fisco reisen. August ist auch hier?
Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Rotzdonner, der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Rufus. Ein Erfolg freigeschaltet. Swimming Certificate. So, wir haben hier irgendwie Transporter mit Fliegen. Huch. Oh nein, jetzt sind wir Fliegen, Rufus. Ist das geil. Fliegen, Rufus, oh Gott, oh Gott. Oh, ist das geil. Okay, also wir können hier als Fliege hin, als Frosch oder als Schnabeltier, richtig? Genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Warte, wo ist das Schnabeltier hin? Geh nochmal rein da. Ah, das heißt, wir können auch als Rufus hin. Aber gehen wir nochmal als Fliege. So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Hä? Achso, da können wir gar nicht rein. Hm. Dann in den hier. So, jetzt kommen wir als Rufus, ne? Genau, und jetzt liegt das Schnabeltier hier. Da. Aber jetzt können wir mit den Leuten reden. Hm. Na, wie sieht's aus an der Front? Rufus, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns! Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Kannst du jetzt zum Schnabeltier gehen? Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Na, wie hat dir die Verschmelzungssache gefallen? Rufus, die genetische Verschmelzung war nicht ganz großartig. Ich bin du. Schnabeltiere sind voll dämlich. Was? Aber wir sind doch mit dem gar nicht verschmolzen. Es hat die genetische Verschmelzung gut gemacht. Hilf mir! Hilf mir! Eieieiei. Dann als Frosch mal rüber. Kommt man dann oben bei Toni raus? Ja. Als Frosch, ne? Sieht so lustig aus. Warte, ich muss so kurz fragen. Ribbit. Ribbit. Okay.